Yo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video mal wieder von mir. Ja Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Genießt die ersten oder die letzten Urlaubstage. Ich bin nicht im Urlaub, ich bin am Hustlen everyday und ja, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe ihr genießt euren Urlaub und erholt euch gut. Wie dem auch sei, ja. Fangen wir direkt mal an, Freunde. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, also ein paar Stichpunkte. Und nicht, dass ihr euch wundert, dass ich die ganze Zeit halt mal wieder rechts oder links gucke, so damit ich halt nicht den Faden verliere. Ja, Freunde, fangen wir mal direkt an. Und zwar im Tor Marvin Schwebe. Ja, Freunde, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, Teite Baumgart mit in Absprache, also in Absprache mit Horn, dass er den Start machen wird. Jedoch gegen Hertha am Freitag definitiv Horn im Tor stehen bleibt. Das heißt, jetzt nach 9 Jahren war ja Timo Horn durchgehend im Tor und jetzt ausgerechnet morgen wird er den Start auf jeden Fall mal aussetzen. Weiß jetzt nicht, ob er schon vorher mal die ersten Spiele oder DFB-Pokal, ich weiß jetzt nicht genau, ob es DFB-Pokal oder Meisterschaft war, aber auf jeden Fall war er durchgehend fast immer im Tor gewesen. Und ja, warten wir mal ab und schauen, wie er sich im Tor so macht. Gehen wir weiter zur Abwehr, Freunde. Rechts mit Easy Boy. Ihr wisst ja, da muss man halt nicht viel zu sagen. Mit ihm werden wir in der Offensive gut pressen können, da er für mich seit er im Team ist, der aggressivste, was Tackles angeht, was auch wirklich sehr gut ist, aber manchmal finde ich, dass er zu aggressiv reingeht, dass man halt wirklich eine Karte riskiert und was halt nicht schön ist. So. Und natürlich im Tempo, da im gesamten Team keiner das Wasser reichen kann. Abgesehen natürlich jetzt von den Karten her. Ihr seht Timo nebenbei noch hier im Hintergrund. Marvin Schwebe und genau. Easy Boy auf rechts. Und ich bin mir sicher, wir werden ihn auch in der Offensive viel sehen, dass er auch mit der Außenposition gut pressen wird, also die Außenkandidaten. Und ja, da werden wir auf jeden Fall einiges sehen. Gehen wir zur Innenverteidigung, Freunde. Und zwar ist es Zichos und Meré. Ja, ich finde, da wird auf jeden Fall noch was. Also da muss auf jeden Fall noch was getan werden und trotz der Verpflichtung von Timo Hübers finde ich, dass da noch auf jeden Fall was geholt werden muss, aber da müssen wir halt noch abwarten, da wir ja noch den ganzen August Zeit haben und ich denke auf jeden Fall, da ist schon eine Lösung parat und warten wir mal ab, wer da geholt wird und ja. Gehen wir weiter zur Linksverteidigerposition, Freunde. Wie ihr auch mitbekommen habt, ist Katterbach nicht mit dabei. Daher finde ich, dass Hector links gut passen würde. Da ich Benno Schmitz halt nicht... Ich finde ihn leider nicht zu gut für den Kader. Und ich würde lieber eine Nummer sicher gehen und Hector lieber auf links spielen lassen. Da er gut, viel besser die Bälle abnehmen kann und wirklich auch 1:1 die Tempo umschalten kann und die gegnerische Offensive auch gut stoppen kann. Daher finde ich Benno Schmitz ein bisschen zu Risiko und Hector finde ich da passt lieber viel besser. Aber müssen wir auch mal schauen, wen Baumgart da aufstellen wird. Ja, Freunde, auf jeden Fall kommen wir jetzt. So, Freunde, gehen wir jetzt zum Mittelfeld jetzt weiter auf der 6. Da ja Hector für mich jetzt hinten reingerückt ist, finde ich, dass Ljubicic endlich mal dran sein kann. Und ja, ich bin mal gespannt. Natürlich neben ihm Skiri. Waren wir den Kandidaten da? Ja, auf jeden Fall. Da ja immer noch nichts von seinem Berater gekommen ist und er auch im Kader drin ist, denke ich, der wird spielen. Und wir müssen halt abwarten,
wie es jetzt mit dem ist, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, der wird vielleicht gehen. Wobei ich denke, dass er noch ein Jahr bleiben wird und dann verkauft wird. Was ich auch besser finde. Wie dem auch sei, da müssen wir noch abwarten. Ja, Freunde. Wie geht's jetzt weiter? Genau, auf den Außen haben wir Thielmann und Kainz. Da denke ich, da sind die auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Und natürlich hoffen wir auf Kainz, dass er gute Flanken reinschlagen kann und Thielmann sich gut nach vorne dribbeln kann. Und hoffen, dass da auch gute Aktionen dabei entstehen werden. Und abwarten, wie es dann bei denen aussehen wird. Ja, Freunde. Zu guter Letzt zum Sturm mit Modest und Uth. Wobei ich Uth nicht direkt im Sturm sehen würde, sondern eher so hinter den Spitzen, also hängende Spitze. Da er auch einen guten Linksfuß hat und gut aus der zweiten Reihe seine Abschlüsse drauf hat. Und ja, auf jeden Fall finde ich die Aufstellung nicht schlecht. Ich bin gespannt, was Ljubicic uns zu bieten hat, weil ich noch nicht viel von denen gesehen habe. Nur ein paar Aktionen im Training, also im Trainingslager. Und ja, auf jeden Fall das dazu, Freunde. Ja, Freunde, ich hoffe bei diesem Spiel gegen Jena, dass wir eine gute Leistung abliefern und in die nächste Runde kommen werden. Freunde, ja, auf jeden Fall ist das wirklich wichtig, auch wenn es nur die erste Runde ist und jeder vielleicht das der ein oder andere das locker hinnehmen wird, hoffe ich, dass wir mit einer guten Leistung in die nächste Runde kommen werden, wie gesagt, und damit auch sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen können. Ja, Freunde, dann war es das auch mit der Aufstellung. Ich hoffe, die gefällt euch. Seht ihr noch Verbesserungen in der Aufstellung, abgesehen jetzt natürlich von Torwart Schwebe? Freitag wird das ja anders der Fall sein. Und die ein oder anderen werden sich jetzt fragen, wo Duda bleibt. Ich denke, dass man vielleicht nicht direkt so in die Offensive reingehen sollte, da mit Uth und Modest das erstmal reichen wird gegen so einen Viertligisten. Ich denke aber, Duda wird auf jeden Fall noch reinkommen. Und ich finde halt Ljubicic halt nicht schlecht, da man mit zwei Sechsern gut hinten stehen könnte. Und ja, Freunde, das nur mal kurz als Anmerkung. Falls ihr Verbesserungen habt, lasst es mich gerne wissen. Und ja, das nächste Video ist auch schon bereits in der Warteschleife, muss nur ein Thumbnail fertig bearbeitet werden. Und dann wird es auch auf jeden Fall online kommen. Das war's von mir, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt gerne was in die Kommentare rein. Ihr wisst, für den Bruder-Algorithmus, wie der ein oder andere sagen würde. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Euer Khalid ist draußen und ciao.